Hallo und herzlich willkommen bei Schorsch und seine wildromantische Pfalz. Mein Name ist Wiedemann Schorsch vom Doktorenhof in Venningen und ich bin hier in der Nähe von Wachenheim an der Woistross. Denn hier gibt's was ganz Besonderes zu sehen. Wildromantisch vielleicht nicht ganz so, aber vor allen Dingen romanisch. Denn die Römer waren hier gewesen vor über 2000 Jahren und haben eine Villa gebaut, eine Rustica, eine riesen Villa ist das wohl gewesen. Und ich zeige euch ein bisschen die Villa. Aber ich komme gerade vom Essen. Pierre ist gerade schon ganz durcheinander. Die Villa, die hat nämlich auch gerade gegessen. Und ich brauche aber jetzt ein Verdauerle. Ich trinke gerade einen Aprikose-Essig. Der ist gut zum Verdauen. Das haben auch die Römer schon zu sich genommen damals. Denn ich sitze auf dem wohl wichtigsten Platz überhaupt. Bei einer Villa, bei einem Haus, bei einem Schloss, egal was auch immer. Auf der Latrine. Oh, das wirkt ja schon. Und ich sage, gucken wir mal, ob alles auch funktioniert hat. Naja, ich glaube, wir können weitergehen. Also, bis gleich. Ein römischer Backofen ist gerade da neben mir. So hat man früher dann gekocht oder gebacken. Das kann man sich natürlich ganz toll vorstellen, dass man hier drin ein Brot backen kann. Man kann natürlich auch eine Pizza machen. Nur ob die Römer damals schon Pizza gehabt haben, weiß ich gar nicht so genau. Vor allen Dingen aber haben sie uns den Saumacher gebracht, das weiß man. Die Römer, so sagt man, haben den Saumacher in die Pfalz gebracht. Das Nationalmenü der Pfalz ist schon der Saumacher. Und da hat man einfach in das Magen der Sau alles gefüllt, was man noch daheim gehabt hat, von Kartoffeln angefangen, wobei die Kartoffeln später ja erst viel später gekommen sind, aber alle möglichen Küchengemüse und Küchenkräuter und vor allen Dingen Fleisch hat man da neu gemacht und dann hat man das gekocht und dann später gebacken. Also Backofen der Römer hätte ich auch gerne im Garten. Es gibt so viele Sachen, wo ich gerne im Garten hätte von der Römer. Ich finde es einfach toll, was die gemacht haben. Komm, Piroschka, weiter. Ja, selbst auch in so einer tolle Villa, der Römer ist ja auch irgendwann mal gestorben worden und die haben grundsätzlich auch immer ihre Friedhöfe quasi dabei gehabt. Und auch hier gibt's dann die 7 Särge noch, die da sind. Die waren als Stein, als Sandstein, hier aus der Gegend geschlachen. Und da hat man dann die Tote beerdigt und hat sie quasi auf dem Gelände dann immer dabei gehabt. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Dann hat man sie daheim. Ich möchte auch einmal, wenn ich gestorben bin, im Garten begraben werden. Muss man mal jetzt einmal gucken, was für ein schönes Sonnenstädt euch mal raussucht dafür. So, und jetzt stehe ich im Bereich, wo man sich früher gebadet hat. Man hat drei verschiedene Bäder gehabt. Man hat ein Heißbad gehabt. Man hat ein lauwarmes Bad gehabt und man hat ein Kaltbad gehabt. Also man hat sich erst heiß gebadet, dann hat man sich lauwarm ein bisschen runtergekühlt und zum Schluss nochmal abgeschreckt im Kalten. Also die Römer selber, ach bei uns hier in der Pfalz, waren furchtbar reinlich. Es war ein großes Badehaus, also man hat sich hier richtig wohlfühlen können. Mit Sicherheit auch noch mit Dampfbad dabei, Sauna dabei, dann Massage gekriegt. Ach Gott, haben die früher gelebt. Ja, gut gegessen und gut getrunken. Und jetzt suche ich einfach noch den Keller. Vielleicht finde ich ja noch den Keller. Also gucken wir mal noch im Keller. Ja. Man hat ja hier in der ganzen Umgebung Wein. Das war ja auch damals schon, man hat Wein gehabt. Und die Römer haben uns nicht nur den Wein gebracht, sondern auch richtig schon Rebsorte gekannt. Der Riesling zum Beispiel, der Weißburgunder, Traminer, man weiß das, als Funde von Rückständen von Dreschter, dass das diese Rebsorte von damals waren. Und die hat man natürlich nicht gekeltert, wie man das heute so kennt, mit hydraulischen Keltern oder pneumatischen Keltern oder Vollmaschinen. Natürlich nicht, sondern man hat einfach die Trauben mit den Füßen, mit den nackten Füßen gedreht. Und das, was rausgeflossen ist, der Saft hat man dann in den Keller laufen lassen. Ich gehe jetzt auch in den Keller mal runter. Ist ein kleiner Keller. Ob jetzt hier Wein gelegen hat, das wissen wir nicht. Aber es war auf jeden Fall ein großer Vorratskeller für das ganze
wäre die ganze Villa da. Wein muss gut geschmeckt haben. Wein muss auch ganz besonders gewesen sein, denn das war das alltägliche Getränk auch für die Römer beim Essen. Man weiß natürlich, dass der Wein früher viel Säure gehabt hat, Essigsäure gehabt hat. Das war nicht so viel Alkohol, wie man heute trinken tut, sondern relativ wenig Alkohol. Und deswegen hat der Essig natürlich immer dazu gemusst beim Wein, denn der hat ja geholfen, die Nahrung gut zu verdauen. So, jetzt gehen wir noch in den Keller nun. Und dann haben wir eigentlich ziemlich alles gesehen von dieser ehemaligen Villa hier in Wachenheim. So, ich bin jetzt noch im Reste von dem Keller von damals. Das Ganze sieht man ja, ist zerstört worden. Und 352 nach Christus kamen die Alemannen. Und die Römer haben riesige Probleme gekriegt. Die Alemannen waren wie so ein Feuersturm, sind die über die Römer drüber hinausgegangen. Und auch diese wunderschöne Villa von dortmals hat, ja, Troglave müssen nicht abgebrannt worden. Dann haben wir natürlich jetzt die Reste der Römer. Die Reste heißt ja nicht unbedingt was Schlechtes, sondern auch was Gutes. Wir haben den Wein von den Römern, wir haben auch einen Teil der Sprache von den Römern, wir haben einen Teil der Gesetzgebung von den Römern, wir haben die Region von den Römern. Also gar so schlimm war es nicht. Nach den Nemeter, die vorher hier waren, haben sie ja gut assimiliert gehabt mit den Römern. Also ach, das hat keine großen Probleme gegeben. Ich bin froh, dass ich ein Pfälzer bin. Das ist eine Geschichte für sich wiederum im Späteren, die wir noch einmal bereden müssen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst jetzt. Und ich wünsche eine gute Zeit für dich und für deine Familie. Und trinke ein bisschen Wein, denn es ist ja all die Tradition der Römer, jeden Tag den Abend beschließen mit einer guten Flasche Wein, wenn es geht, im Pfälzerwoll. Ganz klar, waren ja 8 Uhr gewesen. Also, mach's gut, danke fürs Zuschauen. Der Schorsch von der Pfalz meldet sich wieder mit seiner wildromantischen Pfalz. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.